Wir sind zu Gast im San Siro hier in Mailand und ich begrüße Sie zur heutigen Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf das Achtelfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. AC Mailand gegen Hannover 96. Tja, und die große Frage wird heute sein, können die Gastgeber in die nächste Runde einziehen? Das ist machbar, aber keine leichte Aufgabe bei diesem Gegner. Die Fans hoffen natürlich, dass sie am Ende dieses Hinspiels schon mal jubeln können. Finale der UEFA Champions League. Das ist natürlich die Phase, wo die Teams aus der Reserve kommen müssen. Richtig, wir haben beides schon erlebt. Teams, die eine tolle Vorrunde absolviert haben und dann rausgehen. Oder Teams, die eher überschaubar in der Vorrunde agieren und dann in der K.O.-Phase so richtig loslegen. Also im Achtelfinale zum Beispiel. Konzentration ist wichtig. Da ist die Aufstellung des AC Mailands. Pepe Reina steht im Tor. Jason Murillo spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Samuel Castillejo steht zusammen mit Steven El-Sharawi auf Außen. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Es geht los mit diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Es ist alles gesagt, wir gehen ins Spiel. Macht das da gut. Öztunali. Lucas. Murillo. Bareka. Pass auf die Außenbahn. Sascha Lukic. Stefan El-Sharawi. Gute Chance für eine Flanke. Was macht er draus? El-Sharawi. Das gibt einen Einwurf. Chance zur Führung. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Er geht in den Strafraum. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Waldemar Anton. Jung. Gieselmann. Mike Franz. Bart Stube jetzt. Bart Stube. Gieselmann. Das Thema Mario Mandzukic, Buschi, wie siehst du ihn im heutigen Spiel? Deine Prognose? Ja, mit drei Treffern in den letzten drei Spielen, da ist er natürlich auch heute einer, auf den wir mal schauen sollen. Das macht er gut.
Die Chance zur Führung. Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Und Eckstoß. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Ecke kommt in die Mitte. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Wieder ein Eckball. So, Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Oh, man merkt, wie sie da unten jetzt durchatmen, da hinten vor allen Dingen. Ja, da hat aber auch nicht viel gefehlt. Auf der Linie geklärt. Das Tor lag in der Luft. Lukas. Sascha Lukic. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Sturaro. Oh, Mandzukic. Sascha Lukic. Sie geben den Ball ab. Jung. Waldemar Anton. Gieselmann. Bad Stuber am Ball. Jung. Waldemar Anton. Bad Stuber. Robin Hack. Mike Franz. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Bareka. Gutes Pressing jetzt. Mandzukic. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Leitner. Jung. Da haben sie jetzt Platz. Ball kommt in die Mitte. Vorne der Ballgewinn. Da können sie klären. Der Ball ist gleich wieder weg, könnte also erneut gefährlich werden. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da passt er auf. Sie bekommen eine Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Ecke kommt in den 16er. Der Pass bleibt an Mertens hängen. Drüber, Buschi, kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss.
Jetzt Bartstuber. Gieselmann. Bartstuber am Ball. Waldemar Anton. Jung. Bartstuber. Gieselmann. Mike Franz. Waldemar Anton. Leitner. Viel Übersicht bei diesem Pass. Den spielt er steil. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie sie erstmal kommen. Stindl. Leitner. Jung. Die große Frage ist, Helmut Buschi, hat die UEFA Champions League den nationalen Ligen mittlerweile den Rang abgelaufen? Also so ganz will ich das nicht glauben. Die Meisterschaften sind nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber es ist schon der größte Titel der Welt im Vereinsfußball. Das ist nicht wegzudiskutieren. Ja, klasse Pass. Der Ballverlust. Storaro. Sascha Lukic. Mertens mit dem Pass. Das sieht gut aus. Sie haben immer noch den Ball. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Den wollte er mit Wucht machen, aber dann eben nicht genau genug. Ecke kommt rein. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Mike Franz. Waldemar Anton. Jung. Leitner. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Jung. Waldemar Anton. Leitner. Gieselmann. Storaro. Jung. Waldemar Anton. Bartstube jetzt. Öztunali. Jung.
Schöner Spielaufbau. Das könnte was werden jetzt. Er holt sich den Ball. Mertens am Ball. Könnte den Konter geben. Das sieht vielversprechend aus. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Waldemar Anton. Jung. Ballbesitz verloren. Könnte die Führung werden. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Mandzukic, Riesenchance. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Mike Franz. Gieselmann. Waldemar Anton. Stindl. Leitner. Sie verlieren den Ball. Mertens. Wieder zu Mandzukic. Jetzt die Möglichkeit. Genau hinschauen jetzt. Den Ball hält er gut. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke in die Mitte. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und Bartstuber. Waldemar Anton. Jung. Und jetzt Bartstuber. Gieselmann. Mike Franz. Stindl. Waldemar Anton. Jung. Leitner.
und Ballverlust. Ist hier immer noch am Ball. Stefan El Shaarawy. Den hält er völlig ohne Probleme. Da wäre jetzt Platz. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da kommt der Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Er holt sich vorne den Ball. Gut verteidigt. Waldemar Anton. Gieselmann. Mike Franz. Waldemar Anton. Leitner. Schöner Pass jetzt. Achtung jetzt. Estunali. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Und da fällt der Ausgleich. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, ja, nach diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht das aber auch im Moment richtig gut. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Con il numero 10, Lars Stindl. Storaro. Sascha Lukic. Nun Mandžukić. Bart Stuber jetzt. Waldemar Anton. Jung. Gieselmann. Mike Franz. Stindl. Leitner. Guter Pass jetzt. Leitner an die Latte. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Jung. Rückpass hier zum Keeper. Gieselmann. Robin Hack. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Er ist heute einer der auffälligsten. Über ihn läuft vieles heute. Das ist ein klasse Auftritt. Und einen Treffer hat er ja auch schon vorbereitet. So, Ecke kommt. Weiter geht es mit einem Einwurf. Da kommt der Pass auf außen. Jetzt könnte er flanken. Er blockt die Hereingabe ab. Sie bekommen den Abstoß.
Nun Mandzukic. Da ist Mertens. Der AC Mailand lässt den Ball laufen, könnte gefährlich werden. Und das war dann mindestens ein Pass zu viel. Der Ball ist weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Badstuber. Leitner. Sie geben ihnen im Moment eine Menge Raum. Jung. Das ist ein vielversprechender Pass. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Sturaro. Samu Castillejo. Sascha Lukic. El Shaarawy. 4 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Stefan El Shaarawy. Mertens hat den Ball. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Waldemar Anton. Nun Badstuber. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Die Chance konnte er nicht nutzen. War natürlich eine gute Gelegenheit. Kurze Ecke. Schuss! Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Sie holen sich den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke abgeblockt. Er passt gut auf und hat den Ball. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. So, Situation bereinigt. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Wie hast du Mandzukic heute bislang gesehen? Also ich glaube, mit dem Tor kann er zufrieden sein, aber da geht noch mehr. Bislang nur das Unentschieden. Vielleicht muss er sie oder kann er sie noch stärker mitreißen.